Ja, heute ist ein besonderer Tag für den Kreis Düren. Heute bei strahlendem Sonnenschein stellen wir die ersten 5 Wasserstoffbusse für das Kreisgebiet vor. Nach intensiver Vorbereitung, europaweiter Ausschreibung hat die Firma Gaetano aus Portugal, da steht Toyota hinter, den Auftrag gewonnen. Und wir haben jetzt die ersten 5 Wasserstoffbusse ab morgen im Linienbetrieb hier tätig. Wir haben gerade mit Vertretern der Politik, der Verwaltungen, der Unternehmen eine Probefahrt gemacht und konnten uns davon überzeugen, dass man absolut geräuscharm und völlig emissionsfrei durch das Stadtgebiet gleiten kann. Diese Busse haben eine Reichweite von 400 Kilometern, können in 9 bis 15 Minuten betankt werden, sind voll klimatisiert und haben an jedem Sitzplatz auch einen USB-Aufladepunkt, das heißt absoluter Service auch für unsere Fahrgäste. Und vor dem Hintergrund wollen wir das Thema Klimaschutz im Kreis Düren entscheidend vorantragen. Wir werden jetzt jedes Jahr 10 neue Wasserstoffbusse bekommen und sukzessive die alte Dieselflotte auf den Wasserstoff und die schon vorhandenen 5 Elektrobusse umstellen. Es steht auch die Produktion des eigenen Wasserstoffs an. Wir werden in Jülich eigenen Wasserstoff produzieren. Dieser Preis ist jetzt schon absolut wettbewerbsfähig, denn beim Dieselpreis jenseits der 2 Euro ist der Wasserstoff jetzt schon günstiger im Betrieb, als das mit Diesel möglich wäre. Ich möchte aber auch dem Land Nordrhein-Westfalen herzlich Dankeschön sagen. Durch die großzügige Förderung von 1,3 Millionen Euro konnten wir den Unterschiedsbetrag zwischen einem Wasserstoff Bus und einem Diesel hier gut finanzieren und deshalb sind wir alle hier Gewinner. Wir fahren jetzt klimaneutral, wir fahren mit bestem Service und wir fahren mit dem guten Gefühl, dass die Umwelt nicht mehr belastet wird und vor dem Hintergrund ist es auch wirtschaftlich so, dass die Unterhaltskosten für den Nahverkehr damit auch deutlich gesenkt werden können und dank der Anschubfinanzierung ist das ein rundum gelungenes, auch wirtschaftlich sinnvolles Projekt. Ich wünsche allen eine gute Fahrt mit diesen Bussen und hoffe sehr, dass wir sukzessive das gesamte Netz und demnächst auch unsere Bahnen auf dieses Thema umstellen können.